suchen händeringend nach jungen Mitarbeitern. Da liegt es nahe, sich an Flüchtlinge zu wenden, denn viele von ihnen suchen händeringend einen Job. Ist aber gar nicht so einfach. Es gibt viele, viele bürokratische Hürden. Die Firma Häfele aus Nagold hat diese überwunden und bildet 12 junge Flüchtlinge aus. Für die Bundesagentur für Arbeit ist das Unternehmen ein Vorzeigebetrieb. Fesai Asmerom ist seit einem Jahr in Deutschland. Der junge Eritreer hatte auf Arbeit gehofft und dann ging es sehr schnell. Seit September macht der 25-Jährige bei Häfele in Nagold eine 2-jährige Lehre zum Fachlageristen. Und er ist nicht allein. Insgesamt 12 Geflüchteten aus 9 Ländern ermöglicht der Beschlägespezialist eine Ausbildung. Für die Chefin ein bürokratischer Kraftakt, doch die jungen Männer danken es ihr bisher mit großer Begeisterung. Die Leute sind nett und die Arbeiter auch sehr nett. Die Firma Häfele ist für die Bundesagentur für Arbeit ein Leuchtturmunternehmen. Solche Initiativen finde man eher bei Kleinbetrieben, doch Häfele macht immerhin über 1 Milliarde Euro Umsatz. Die duale Ausbildung sei der Königsweg der Integration. Dass sozusagen betriebliche Ausbildung und Schule miteinander einhergehen und der Betrieb der Ort der Integration ist, ist ja nicht nur Gelderwerb, sondern man lernt Kollegen kennen, man spricht die deutsche Sprache, man findet vielleicht in den Sportverein und das alles in einer Kombination mit insgesamt 12 Menschen, das ist schon erstaunlich und bewundernswert. Trotz Engagement, die Chefin betont, die Geflüchteten müssen genauso Leistung bringen wie die anderen Azubis auch. Es gebe keinen Sonderstatus. Von Nagel.